Gefangen im Nirgendwo heißt euch der Drago. Herzlich willkommen zurück. Wir haben immer noch kein schönes Biom gefunden und dieser Bär ist mega laut. Geräusche, bisschen leise. So. Ja. Geht gar nicht leise. Das nervt die Sounds, die werden nicht so eingestellt, dass wenn man den Sound hier leise macht, dass dann die auch leiser werden. Das ist das Blöde. Die haben einen anderen Sound, den Kanal. Also, wir müssen irgendwo mal ein schönes Plätzchen finden. Es lägt noch ein bisschen, weil die Welt ein bisschen lädt. Ja, bitte ohne Fettelex. Ja, hier unten ist natürlich wieder Sumpf oder so etwas. Ist nicht genug. Und hier ist sogar noch Schnee. Irgendwie passt mir der Schnee. Er passt einfach zu wenig gut in diese Biome rein. Mit rein. Oh, hier ist noch ein schöner, dicker, anderer Baum. Das ist ein normaler Fichtenbaum. Ja. Okay. Und das ist Weide, also Trauerweide. Hier ist ein Turm. Hier sieht es doch schon relativ schöner aus. Oh, ein Portal. Oh, die gibt es auch wieder. Ah ja, das habe ich ja gezeigt. Genau. Das werden wir dann mal besser erkunden, wenn wir eins finden, das in unserer Nähe ist dann. So, gehen wir hier an Land. Jetzt können wir mal ein bisschen rennen. Was war das? Ein Meteorit? Da ist ein Meteorit runtergekommen. Mondsteinerz. Okay, ja, den Pelz, den können wir immer wieder holen. So, haben wir ein bisschen Mondsteinerz. Ja, sollen wir hier irgendwo bleiben? Noch ein bisschen erkunden, aber sonst bleiben wir hier. Ich finde so dunkles Zeugs schön. Oh, ein kleiner Baby-Tiger. Und da gibt es große Bäume, da können wir irgendwas reinbauen. Hier haben wir ein bisschen Güsal. Da fehlen noch die Chocobos. Ja, an diesen Baum dort wäre nicht schlecht. Haben wir denn auch eine große Wiese hinten dran? Das wäre schon nett. Ja, du. Es ist all, also die Geräusche von diesem Mod sind ja extrem laut. Ich will nicht Datenerhebung. Ich will einfach Mod. Im normalen Ding gibt es eine Mod-Einstellung, wo man auch Sachen einstellen kann für den Ding-Mod. Für den Mo Creatures-Mod. Den gibt es hier nicht. Es ist zu laut. Steht's doch. Ja, die Geräusche nochmal leiser. Heieiei. Man bekommt schon nicht das, was man eigentlich so gerne möchte. Immer ist irgendwas ein bisschen schlecht. Dort ist Schneebiom, da kommen wir nicht lang. Wir gehen hier entlang. Wir müssen doch irgendwas Schönes finden hier. Ja, hier ist leider auch ein Schneebiom, aber das ist weit weg. Können wir kurz auf die Karte schauen. Da ist das Schneebiom. Ah, jetzt ist das noch laut. Oh, sorry. So. Also schauen wir mal hier. Wenn wir zum Beispiel ja, es ist halt schwer. Hier ist zum Beispiel Sumpf, das ist nicht so gut. Wie viel haben wir schon erkundet? Boah, so viel schon.
Da ist der Berg, der rote. Ich denke mal, wir gehen hier runter. Das machen wir noch. Wir gehen noch hier runter. Und dann schauen wir mal. Nicht essen, bitte. Frag nicht mich. Wir gehen jetzt mal hier runter und schauen dort, was dort für schöne Gegner sind. Es ist leider immer noch sehr laut. Bambus haben wir ja. Können wir noch ein bisschen mitnehmen. Ist eine Korallenschlange. Aber die beißen ja nicht. Ups. Hallo. Was ist jetzt? Jetzt lädt wieder irgendwas Großes. Zum Beispiel hier. Der Dungeon. Und hier haben wir gar keinen Durchgang. Doch. So. Also hier ist alles sehr schön. Hier hat es ein Dorf. Es scheint, als wäre hier ein Dorf. Komm, wir bleiben doch hier, oder? Genau, wir bleiben hier. Adidid. Aber ihr nervt halt mit dem Gequatsche. Oder in die Nähe. Wir werden nicht hier drin also wohnen, sondern dann halt ein bisschen weiter weg. Aber dass wir hier alles Ding haben vor Ort, haben wir irgendwas in den Öfen. Aber wieso leckt das jetzt momentan so? Das sind eher so Grafikfehler, das sind keine Lecks. Wieso sind sie hier Lecks? Gibt es hier auch eine Schmiede, bitte? Hier gibt es Wölfchen. Ich brauche doch eine Schmiede. Der Apotheker. Fledermauswolle. Ne, brauchen wir nicht. Haha. Was sehe ich hier, hä? Lass mir mal weg. So. Was sehen wir hier? Mutantis. So. Nehmen wir das Mutantis mit. Das sieht noch gut aus. Hühner haben wir hier schon mal. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg, damit die Dorfbewohner nicht nerven mit ihrem Geplapper. Zum Beispiel schauen wir hier mal an. Oh, hier ist noch ein bisschen Schnee. Wir gehen hier irgendwo hin. Zum Beispiel, ja, hier ist ein bisschen Fleck weiß noch, also heller. Wir gehen, ja, ist schlussendlich egal, wir gehen ein bisschen in diese Richtung. Wenn es irgendwo eine gerade Ebene gibt, dann ist es super. Aber hier gibt es eher einen Berg. Das ist weniger super. Aber ich denke, wir werden hier irgendwo fündig. Einen guten Platz. Ich nehme noch die Karotten mit. Dann werde ich irgendwas rausschmeißen, das wir nicht unbedingt brauchen. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Das ist zu schwer. Ich werde hier ein Ding platzieren, eine Kiste. So, und hier die Pineapple reintun. Dann habe ich Platz für die Karotte. So. Hallo, was hast denn du für einen Hut? Den will ich.
Ja, die Wolle noch. Nein, nicht die Setzling. Die Ziegelsteine. So, die Wolle habe ich. So. Und jetzt gehen wir hier mal nach oben. Ja, bitte nicht lecken. Jetzt leckt schon wieder irgendwas. Nicht gut. So, hier drauf. Ist doch ein schöner Platz. Ja. Dann machen wir hier schon mal irgendwas. Wenn wir jetzt hier entlang gehen, wo sind wir denn? Da kommen wir zum Schneebiom. Ja, das, die Tundra ist halt nicht ganz so schön. Aber das kann uns egal sein. Wir machen jetzt hier oben. Die Tundra sehen wir von hier eigentlich nicht gut in diese Richtung. Wir bleiben jetzt hier, machen die Villa dann oben auf dem Berg. Und der Rest denken wir uns dann später aus. So, dann nehmen wir hier noch irgendwas in Holz. Nein, nicht das, das brauchen wir dann. So. Eine Werkbank. Bitte sehr. Und jetzt gießen wir das Eisen. Machen hier nochmals eine Kiste. Und verstauen uns mal, stauen mal die Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen im Moment. Die können wir gebrauchen. Fichten noch. So. Ja, da können wir schon fast die Weidenhölzer benutzen. Und jetzt Bäume anpflanzen. Hier die Palmen, sehr wichtig. Aber das geht nicht hier. Die Weiden halt. Nein, die Weiden. So. Oh, sieht das schön aus. Ja, hier bleiben wir. Da können wir noch ein paar Eichen anpflanzen hier. Das ist dann einfach unser Brennholz und so. Gut. Und hier hat es Wolle. Sehr schön, haben wir drei Wolle. Und können jetzt ein Bett machen. Dann haben wir schon mal eine Voraussetzung, um in den Easy-Mode zu wechseln. Das Problem ist ja, hier wachsen dann immer die Blumen. Das nervt ein bisschen. Ah, die Lecks. Ich baue das jetzt einfach ab. So. Die Vanillapflanzen. So. Hier noch zwei. Ach komm, nicht lecken. Ja, das ist halt bei Modpack und bei Java so. Da leckt es zwischendurch schon ein bisschen Zeug dafür. Aber sollte eigentlich einfach. Ja. Sollte eigentlich gehen nach einiger Zeit. So, bauen wir uns ein Bett. Das ist schon ein richtig schönes Holz. Aber für ein Haus weiß ich jetzt nicht. Für etwas anderes. Ja. Nein, nicht in den Weg. So. Jetzt bauen wir hier halt einen Ding. Eine Hütte halt einfach so. Sollten schon wachsen, bitte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Machen wir 12. Können dann das Haus noch ausbauen. Aber am besten nicht in diese Richtung, da will ich die, die Felder machen. Dann bauen wir noch ein bisschen Weidenholz ab. So, da seht ihr, es hat wieder sich beruhigt. Jetzt leckt es wieder. Ja, jetzt leckt es plötzlich wieder. Oh Gott. Es werden manchmal extrem viele Daten. Java ist leider sehr langsam. Wenn es zu viele Daten laden muss, leckt es. Und darum. Ja. Da haben die Lecks. Sorry dafür, aber da kann man nicht einfach die Grafikeinstellung runterstellen, dann leckt es nicht mehr. Das muss man, ja, da muss man Java halt, ja, man kann Java nicht verbessern, weil es schon grundaus schlecht ist. Darum kann man jetzt nicht viel machen da. So, nochmal ein Baum gewachsen, wie ich gesehen habe. Hier sind überall wieder die Blumen gewachsen. So. Jetzt können wir langsam einen Eimer machen. Wasser holen. Und ja. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo Wasser ist. Da unten ist zum Beispiel Wasser. Ja, müssen wir jetzt das Rad nach oben holen. Du musst mal ein bisschen wachsen, bitte. Hier ist zum Beispiel eine Ruine. Schauen wir mal in diese Ruine hin. Wieso habe ich Grafikfehler? Ich muss mal kurz Aufnahme beenden und wieder anmachen.